ob hier irgendwas Wichtiges ist. Ich meine, ich bin zwar leicht durchsichtig. So. Oh, wir können nur ein freies Spiel machen. Wir spielen die Testversion. Fortsetzen. Erhalten Sie Anleitungen und Tipps zum Spiel. Das ist sehr gut, das brauchen wir, weil ich zum ersten Mal Anno spiele. Als Porträt. Achso, es ist nur ein Porträt. Ja, nehmen wir ihn. Ein Logo. Dann nehmen wir doch den Leuchtturm. Dann nehmen wir das dunklere Blau. Jan van de Meer. Das hört sich so... Ist das holländisch? Bleiben wir mal bei Jan van de Meer. Ach so, hier mit dem... Ah, das finde ich eine gute Idee. So. Ah, okay, wir können nur normal spielen. 75.000 Stadtkapital, große Welt und Insel. Reiches Erzvorkommen, hohe Fruchtbarkeit. Zählt das für uns? Aha. Ich meine. Volle Baukosten, Ausstattung, kostenlose Gebäude. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ich bin ein guter Beobachter, mein Freund. Wenn mir etwas auffallen sollte, lasse ich es dich wissen. Das ist nett, dankeschön. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein kleines Kontor. Jede Siedlung braucht einen Marktplatz. Die Menschen benötigen einen Ort, um ihre Vorräte aufzustocken. Okay. Sorge dafür. Okay, also wir brauchen einen Marktplatz. Natürlich. Also hier haben wir einen Hafen. Am Hafen werden wahrscheinlich Waren ankommen. Bauen Sie einen Marktplatz. Bauen Sie Bauernhaus. So, niemand kann ihren Marktplatz erreichen. Was? Dann verbinden wir das mal mit dem Kontor. Das ist jetzt ein normaler Feldweg. Ist das jetzt so verbunden? Es ist wichtig, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Sorgen Sie also dafür, dass Ihre Wohnhäuser in der Nähe des Marktplatzes. Okay, okay. Was haben wir jetzt gemacht? Sorry, ich war noch halb auf der Tastatur drauf. So, wie viel brauchen wir? 8 Stück. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. 4. Kann man die also direkt zusammenbauen? So. Okay. Ich sage nicht, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Alles, was du bisher errichtet hast, war aus Holz. Wir brauchen mehr davon, um weiterzumachen. Okay. Wichtiger Rohstoff, bauen Sie Holzfällerhütten. Okay. Das sind Holzfällerhütten. Okay, das wird wahrscheinlich... Ich versuche gerade durch das Hut durchzusteigen. Das hier ist... Ah, das ist die Arbeitskraft, die wir haben. Das sind Bretter, die wir haben. Ich brauche mindestens eine Holzfällerhütte. Okay, okay. Also hier kriege ich schon...
94. Hier haben wir 100%. Dann brauchen wir da noch einen Weg hin. Okay. Hier wird jetzt aufgeforstet. Baumaterial. Bauen Sie ein Sägewerk. Platzieren Sie ein Sägewerk neben der Holzverlötte. Kommt dann hier hin, damit ich hier den Wald nicht mit ab. Ja. Den Wald nicht mit abholze. Aber den will ich ja abholzen. Weiß schon, wie ich meine. 93%? Wie 93%? Hä, muss ich das jetzt verstehen? Voraussetzung für die Aufgabe sind erfüllt. Bauen Sie Lagerhaus und stellen Sie mit einer Straße eine Verbindung zum Kontor her. Okay. Ein Lagerhaus. Was haben wir hier? Lagerhausinfrastruktur. Da brauchen wir 10 Bretter für. Also er würde prinzipiell da vorne jetzt den Bereich mit aufforsten. Das heißt, wenn ich das noch hier hin... Zustand gespeichert. Ist aber nett. Ah, das hier zeigt an, wo er am Aufforsten ist. Okay, brauchen wir das noch da? Selten werden Versprechen noch erfüllt. Danke. Ja, gerne. So, wie schaut's denn hier aus? Was ist schon perfekt? Okay, die sind zufrieden. Ah, die Siedlung. Deine Siedlung ist noch sehr bescheiden. Du solltest mehr Bauern ansiedeln, wenn du vorankommen willst. Ja, aber die werden schon nach und nach kommen. Weil die Häuser sind ja nicht ganz ausgelastet. Was ist hier das Problem? Fehlende Waren. Produktivität ändern. Kann ich da auch sagen, wie viel eingestellt werden soll, oder? Bauen wir da noch mal 2 Häuser hin. Okay. Was muss ich? Ah, ich nehme auch die Schnelligkeit. Okay. Benachrichtigung. Die Voraussetzung für die Aufgabe sind nicht mehr erfüllt. Ganz gewiss ein prächtiges Schiff. Blumen für die Dame. Okay. Ah, das Lehmvorkommen, Ölquelle. Das ist ein Bergwerk. Okay. Was für ein schöner Hafen.
Ach, wir haben zu wenig momentan. Sehr gute Produktivität. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das hätte ich mir vielleicht mal vor anschauen sollen. Weil das wird dann alles aufgeforstet. Okay. Achso, das hier ist immer das Zeitalter. Nee, Zeitalter, kann man das so sagen? Schließlich bekam die dumme Kuh Hühneraugen. Also sagte ich, halt deine Füße gesund, sonst kannst du nicht arbeiten und deine 6 kleinen Mäuler stopfen. Ja, nee, wenn du das sagst. Aha, Fischerei. Dafür brauchen wir jetzt ja die 50 Bauern. So. Genau. Jetzt können wir die Fischerei bauen. Ich sage nicht, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Okay, tun wir hier mal die Blaupause hin. Das hier ist halt ein bisschen blöd. Dass man da alles umlaufen muss. Oh, ein Storch. Die Bauern sind hungrig. Hallo, Storch. Du musst sie mit dem Nötigsten versorgen. Beginne mit Fisch. Okay. Ich schätze deine Hilfe. Wie überfällig sie auch sein mag. Spielstand gespeichert. Deine Siedlung ist noch sehr bescheiden. Du solltest mehr Bauern ansiedeln, wenn du vorankommen willst. Ja, ich muss jetzt erstmal schauen, was habe ich denn für Verbrauch? Mindestlagerstand zu nehmen. Wie viel verbrauche ich denn von dem Fisch? Ja, okay, der Bretterbestand nimmt ab. So, dann müssen wir jetzt noch ein paar Häuser bauen. Blaupausen dafür. Jetzt müssen wir schauen. Hier müssen wir eine Produktivität von 89%. So, wenn wir hier Statistiken. Diplomatie. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Okay, jetzt kann ich Arbeitskleidung und Schnaps produzieren. Oh. Unsere... Wir sind jetzt mittlerweile ein Dorf.
Neue Gebäude. Wir haben... Selten werden Versprechen noch erfüllt. Schnaps können wir jetzt noch bauen. Oder Arbeitskleidung. Wir brauchen eine Schäferei. Und eine Weberei. So, da noch eins rüber. Okay, das ist ja jetzt nicht so teuer. Ich meine, Geld haben wir ja. Tut mir leid, tiefer geht's nicht. So, und dann können wir ja hier... Weil es ist da ja relativ egal. Ich habe ja die Sachen hier angebaut. Zur Not kann ich es nach dahin noch weiter ausbauen. Da wird jetzt... Aber bringt mir das was? Arbeitskleidung? Spielstand gespeichert. Was? Deine Siedlung ist noch sehr bescheiden. Du solltest mehr Bauern ansiedeln, wenn du vorankommen willst. Also, Kartoffeln würde ich jetzt eher anbauen, um Nahrung zu generieren und nicht um Schnaps zu brennen. Das macht für mich jetzt keinen Sinn. Das fördert weder Produktivität noch die Gesundheit. Aber, Ich wechsle mal nochmal die Kamera. So. So, dann gehe ich da oben ins Eck. Dann verdecke ich nämlich nicht so viel von den anderen Sachen. Moment. Sieht nach Arbeiten aus. Und weiter geht's. Genau. Achso, die könnte ich jetzt mittlerweile bauen. Ja, die Arbeitsbedingungen werden auch noch mehr, sobald wir dann dementsprechende Arbeitskleidung bauen. Ach, okay. Da soll man vielleicht echt so einen Kartoffelhof bauen. Was haben wir hier? Okay.
Ich schätze deine Hilfe, wie überfällig sie auch sein mag. Die Leute brauchen einen Ort, an dem sie ihre Sorgen vergessen können. Eine Kneipe würde Gelächter und Musik in diese Siedlung bringen. What's so fies? Ein Wirtshaus, okay. Oh, ein Park. Eine Feuerwehr. Da finde ich fast eine Feuerwehr wichtiger als alles andere. Die Feuerwehr muss zentral hier am Marktplatz. Das bringt sonst alles nichts. Auch wenn dadurch da die Produktivität ein bisschen sinkt, aber... Aussehen. Wie in alten Zeiten. Ach so, wahrscheinlich bauen wir alle. Du hast alles vorbereitet. Der Zeitpunkt ist gekommen, um die ersten Arbeiter anzusiedeln. Was? Ich dachte, ich habe. Ach so. Spielstand gespeichert. Bislang sind es nur Bauern und die kann ich dann zu Arbeitern befördern. Sehr gut. Hä? Ach so. Ja, Moment. Ich habe meine Familie bei mir. Was will man mehr? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Oh, jetzt können wir auch mehr wohnen. Oh, Zeitalter der Industrialisierung. Jetzt sind wir nämlich schon bei den Arbeitern. Wir können jetzt Pflasterstraßen bauen. Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Okay. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Dreck. Das schadet nicht. Hält meine Lampe am Brennen. Das heißt, ich habe momentan zu wenig Bauern. So, damit es auch ein bisschen schön aussieht. Okay. Ja, dafür brauchen wir die Lehmgrube. Die haben wir hier. Okay. Ah, dafür brauchen wir... Sehr gut. Für die Straße brauchen wir nur Geld und für die andere brauchen wir dann schon Lehm. Achso, okay. Was, hier minus 40? Thank you.
Also müssen wir hier noch ein bisschen die Häuser upgraden. Wie die Made im Speck. Ich schaue mir die Kinder an und frage, ob sie diesmal besser haben werden. Ach so, ich brauche mehr Holz. Sind gut am Feiern. Ah, das ist die Fischerei. Okay. Ja, ich soll vielleicht noch so ein paar Bauernhäuser bauen. Spielstand gespeichert. Okay, dadurch haben wir dann einen schnelleren Warentransport. So. Jetzt warten wir einfach mal so ein bisschen mehr. Okay, dann können wir hier jetzt schon wieder aufstocken. Ganz gewiss ein heftiger Chip. Okay, da fehlt es an Arbeitskräften, aber wenn es nach und nach hier Leute zusiedeln, dann wird das doch schon. Oh, ich bin stets fleißig wie eine Biene. Ein Feld bestellt sich ja nicht von selbst.